Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Trading, zur Börseneröffnung am Morgen mit Stereo Trader und natürlich auch mit Dirk Hilger, den ich ganz herzlich hier begrüßen darf. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXWert Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader zu dem heutigen Stereo Trader Live-Trading Webinar. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich Sie einfach ganz kurz fragen, ob Sie mich hören können. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragungen in Ordnung sind. Okay, super. Vielen Dank für das Feedback. Da möchte ich Sie gar nicht lange aufhalten, sondern wir wollen ja direkt loslegen. Ich zeige Ihnen nur noch mal ganz kurz ein wichtiges Event, was schon in weniger als 2 Monaten stattfindet, und zwar Deutschlands größtes Live-Trading-Event im Rahmen der Pre-Conference der World of Trading in Frankfurt am 22. November. Informationen dazu finden Sie hier bei uns auf der Homepage. Natürlich auch mit Dirk Hilger. Wenn Sie ihn live erleben möchten, dann kommen Sie nach Frankfurt im November. Ja, hier steht das gesamte Programm auf der Seite. Schauen Sie mal drauf. Sehr, sehr interessant. Also wir haben einmal diese Morning Session mit Thorsten Helbig, Oliver Schwab, Dirk Hilger und Oliver Najjar. Also rund eigentlich um das Thema Stereo Trader, DAX Trading an dem Morgen. Ja, dann haben wir einige Vorträge und dann nachmittags nochmal eine Live-Trading-Session. Okay, ja, das war schon dieser Hinweis hier zum Anfang des Webinars. Ja, möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Dirk, dich werde ich jetzt natürlich noch mit zum Organisator ernennen und dann schalte ich direkt zu dir rüber. Kleinen Moment. So. Moin. Morgen Dirk, grüß dich. So, man hört mich, das ist schon mal gut. Genau. Ja, dann schalte ich zu dir rüber und dann legen wir los. Genau, so machen wir das. Ja, dann moin moin, herzlich willkommen hier auch von meiner Seite zum nächsten DAX Live Trading Webinar. So, und während ich hier so fleißig moderiere, versuche ich ja immer gleichzeitig meinen Bildschirm umzuschalten. Und hoffen wir, dass ich da nichts falsch mache. Aber wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, und dann sollte man meinen Schirm jetzt sehen. Sehr ich habe schon fast gedacht, du bist zu spät, Andreas. Warum? Viertel vor, wurde mir gesagt. Ja, stimmt. Nee, weil ich normalerweise immer so 5 Minuten früher und irgendwie war da keiner, habe ich mal kurz geschrieben. Aber es ist auch echt früh, ne? So, also nächstes Jahr, also ab 2019, eröffnet die Kasser Börse ja auch erst um 10 Uhr, ne? Also nicht mehr 9 Uhr. Sagst du nichts mehr? Nee. April-Scherz. Nee. Ja, ja, ich habe da angerufen. Ich habe gesagt, das geht, wir können das so nicht machen. Ich habe vorhin mal in Frankfurt durchgeklingelt und haben die gesagt, ja, ist in Ordnung, weil es ist halt einfach, sie verstehen das auch. Also ich habe gesagt, wir machen jetzt immer hier diese Webinare und das ist einfach echt, das ist zu früh. Also ich muss ja auch irgendwann mal irgendwie frühstücken und so. Ja, deswegen von daher ist ja auch im Gespräch, dass die Sommerzeit abgeschafft werden soll oder die Winterzeit, keine Ahnung. Das hat, glaube ich, auch einen Grund, ne? Mit unseren Webinaren, glaube ich. Ne? Ja, das hängt alles damit zusammen, klar, natürlich. Ich meine, es hat halt Einfluss, ne? Das gehört sich ja auch so. So, okay. Also, dann danke erstmal hier für deine Einleitung. Ich bin auch noch nicht so ganz wach, muss ich wirklich gestehen. Hier, ich habe hier gerade in letzter Sekunde noch irgendwie den letzten Bissen runtergetan. Und damit ich es hier überhaupt nervlich und mental durchhalte hier die nächste Stunde, anderthalb oder wie viel auch immer es werden wird. Müssen wir mal gucken. Also, ich habe ja in meinem Blog auch geschrieben, so von wegen, ich mache nicht mit, wenn der DAX nicht mindestens unter 12.304 oder besser 12.280 eröffnet, weil ich das für ganz großen Mumpitz halte. Aber das scheint der Markt wohl auch so gesehen zu haben. Und deswegen stehen wir jetzt zumindest um 10 vor 9 hier mal schön brav unter der 12.280. Und von daher hat er sich so ein bisschen dran gehalten. Und ich will auch mal ganz kurz erklären, warum. Also was mich da halt gestern einfach massiv gestört hat, beziehungsweise ich habe ja gestern damit gerechnet, dass wir einen Squeeze kriegen. Und eigentlich bin ich sogar davon ausgegangen, dass wir bis, ich mache mal hier den Stundenchart ein bisschen größer, bis 12.280 laufen. Das ist hier oben die gestrichelte, im schlimmsten Fall sogar bis 410. Weil das hätte halt einfach Sinn gemacht und das kommt ja auch schon aus dem Freitag raus.
Weil wir haben halt, wer das so ein bisschen verfolgt, wie ich an die Märkte rangehe, der weiß, ich versuche halt immer Punkte zu finden. Also wenn es jetzt zum Beispiel halt einen Durchbruch gab von einem Trend oder halt eben von einem Support. Und dann versuche ich halt immer auszuloten, okay, wo war der letzte Support? Und wenn es da zum Beispiel durchgegangen ist, und dann suche ich mir halt immer gerne die Paritätsumkehrpunkte. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal anguckt, also jetzt mal hier im Freitag, da sind wir da oben über der 410, noch, war das der Freitag oder war das der Donnerstag? Der Donnerstag müsste das gewesen sein. Und hier oben drüber, das heißt, wir haben hier in dem Bereich auf der 410 erstmal Support gehabt und dann ging es da durch. So. Und meistens ist es ja so, also egal, dass jetzt hier, dass die 12.400 oder die 12.410, auf jeden Fall Support ist gebrochen und ganz oft ist es ja eben so, dass wenn ein Support bricht, auch wenn der hier natürlich auf sehr hohem Niveau ist, vergleichsweise, und dann wird es erstmal von unten bestätigt und dann geht es weiter runter. Also die klassische Paritätsumkehr. Das heißt, die fehlt hier an der Stelle. Dann haben wir hier genau das Gleiche mit der 382. Die ganze Zeit Widerstand, dann geht es endlich mal drüber und dann knallt es einfach wieder runter. Und das heißt, auch da fehlt es eigentlich. Deswegen waren das so ein bisschen die Maximalpunkte. Und durchaus habe ich mit dem Rücklauf gerechnet. Und was aber gut funktioniert, das waren die beiden Kandidaten hier, die 323 und die 340. Sieht man jetzt hier im Stundenchart nicht mehr so schön, aber hier ging es gestern direkt mal 20 Punkte runter und hier nochmal 40 Punkte runter. Und das hier ist eigentlich so ein bisschen Schweinerei, das mal so zu sagen. Also wir haben halt hier zwar, auch im Stundenchart sieht man das nie so genau, aber trotzdem, wenn man hier hier die Abwärtsbewegung nimmt, dann haben wir hier nochmal eine kleine Welle nach oben und dann ging es hier nochmal runter. Und diesen Hochpunkt hier von der Welle, den hat er eigentlich so ein bisschen angeknackst. Ja. Und das ist soweit okay. Und was auch okay ist, ist, dass er halt hier im Stundenschluss, sieht man das, ich hoffe, das ist groß genug, ich kann es noch ein bisschen größer machen, im Stundenschluss sieht man halt relativ deutlich, und hier nochmal das Fadenkreuz, dass der halt nicht über den Stundenkerzen hier geschlossen hat. Das ist soweit okay und würde halt so rein markttechnisch in den Bereich der Unschärfe eben auch noch gehören. Ja, weil hier, eigentlich haben wir hier so einen kleinen Bruch, ja, durch das neue Hoch hier, aber Stundenschluss ist hier sauber nochmal an der Kante. Von daher passt es halt auch mit der Abwärtsbewegung. Was aber eben überhaupt nicht passt, ja, und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen dran gestört, das ist, dass wir nämlich gestern, dafür muss ich mal hier in einen anderen Timeframe, da sieht man das hoffentlich, das hier mal einschalten. Wir haben hier das Value Area High vom, vom Freitag. Und das heißt, wir hatten ja eine ordentliche Abwärtsbewegung. Ja. Die vielleicht mal zuerst zeigen. Also das hier ist die Abwärtsbewegung. Ja, schon wieder eine diagonale Linie, ist unglaublich. Die Abwärtsbewegung vom Freitag. Also generell war das natürlich ziemliches Gefake da halt. Ja. Also wir haben hier den Donnerstag. Sieht dann aus, als würde es nach oben rausgehen. Aber sieht eben auch nur so aus und habe ich auch nicht so wirklich dran geglaubt. Entschuldigung. Und dann haben wir den Freitag hier mit dem Schlusskurs komplett unter der Donnerstagskerze. So, und das ist halt ganz klar ein Engulfing hier im Tageschart nach unten, das sogar noch unter der Eröffnung hier von dieser langen Aufwärtsbewegung geschlossen hat. So, und danach kommt normalerweise nichts mehr. Also beziehungsweise kleine Gegenbewegung ist okay, deswegen habe ich auch da mit einem Squeeze gerechnet, weil da oben einfach zu viele Marktteilnehmer, glaube ich, ein bisschen zu schnell aus dem Markt gefegt wurden und dann natürlich auch noch Interesse besteht, da halt, sei es jetzt Long-Position zu schließen oder halt eben Short-Position zu öffnen oder wie auch immer. Deswegen ist sowas natürlich immer squeeze-verdächtig, so eine Bewegung. Und aber trotzdem ist es halt recht klar halt hier von der Ansage her, dass es halt, dass das nicht wirklich long ist. Also deswegen habe ich auch gesagt, garantiert sehen wir zuerst die 113, bevor wir eine 585 zum Beispiel sehen, das wäre nämlich dann hier oben in dem Bereich, weil also da glaube ich halt schon dran, dass wir hier den neuen Kontext, so nenne ich es ja auch immer, den wir hier gebildet haben, der ist schon recht massiv. Also hier nach der Range nach oben versucht und dann nach unten komplett ausgelöscht, plus hier eben Schlusskurs drunter. So, und was aber eben nicht typisch ist, das ist, dass wir dann halt hier, so sieht man das, nämlich dann halt den Schlusskurs tatsächlich über dem Value Area High
gebildet haben vom Freitag. Das heißt, hier auch nochmal mit dem Profil vom Olli Klemm ist es ja halt so. Das heißt, wir haben hier oben 70% des Handelsvolumens, also die Obergrenze sozusagen von den 70%, die am Freitag gehandelt wurden. Und da schließt er dann im Kassamarkt rüber. Ja? Und das ist normalerweise Indiz für einen aufkommenden Aufwärtstrend. Und das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Also nicht nach so einer Bewegung, dass er dann halt hier unbedingt dann im Kassaschluss dann halt oben drüber noch schließen muss, über dem Value Area High. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Aber, also was heißt Unsinn? Ja, ich meine, der Markt kann machen, was er will. Aber es ist jetzt nicht nichts, womit ich großartig irgendwas anfangen kann oder beziehungsweise wo ich dann eher sage, boah, lieber Finger weg, weil das sieht schon sehr, ja, gefaked ist natürlich auch kein schöner Begriff, aber das sieht schon sehr gewillkürt aus, als ob man da unbedingt irgendwas vormachen will, was halt irgendwie nicht so ist. Und das ist natürlich dann halt auch gefährlich an so einer Stelle, weil wenn halt da irgendwelche Marktteilnehmer den Markt so durch die Gegend schieben, und dann kann man auch damit rechnen, dass da halt noch mal ein bisschen mehr in der Richtung kommt. Und oft hat man ja halt so das Phänomen der Marktbereinigung. Und das wird dann gerne mal auf diese Art und Weise gemacht. Und deswegen habe ich da halt auch geschrieben heute Morgen, wenn das so ist, beziehungsweise wenn wir nicht unter 280 eröffnen oder nicht mindestens unter 304, was auch zufällig sehe ich jetzt hier gerade, das Value Area Low von gestern ist. Also das heißt, wir würden sozusagen im unter gestern, also unter der Volumengrenze von gestern eröffnen und dann werde ich da wahrscheinlich nichts machen. So, das haben wir jetzt aber glücklicherweise, ist das aber passiert. Die Asiaten oder wer auch immer hat da heute Nacht ein bisschen mitgeholfen. Auch der Dow darf natürlich mal ein bisschen runter, was ich ja auch geschrieben habe. Und von daher sind wir jetzt hier erstmal an einer Stelle, die mir dann doch ein bisschen sympathischer ist, als jetzt, wie wenn wir hier oben irgendwo gestartet werden. Also von daher müssen wir jetzt halt mal gucken, wie man damit umgeht. Also das nur mal zur Begründung, weshalb ich halt sage oder beziehungsweise weshalb ich gesagt habe, das ist halt irgendwie, das ist nicht schön. Ja? Also es muss ja irgendwie noch plausibel sein, man muss ja irgendwie seine Trigger und so weiter ja auch finden und das Ganze muss ja irgendwie noch Sinn ergeben. Aber ein Aufwärtstrend zu beginnen nach so einem Gebilde, was wir hier hatten, am Freitag, das macht halt eben keinen Sinn, beziehungsweise es ist einfach nicht mehr plausibel. So, jetzt starten wir hier jetzt ja gleich in einer Minute. Ob man da jetzt direkt irgendwie einen Trade macht, glaube ich eher nicht, dass es gut ist. Wir haben halt auch hier, ich habe jetzt hier mal die wichtigsten Linien eingezeichnet, die auch in meinem Blog drin sind. Und das alles sind natürlich irgendwo Triggerlinien. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wenn wir einen Stundenschluss drunter oder drüber haben, dass wir noch entsprechende Fortsetzungen in die Richtung kriegen. Und wir sind jetzt hier bei 12.260. Und das ist die nächste Triggerlinie. Und da sieht man, da hängt er ein bisschen zu knapp dran. Und von daher gut möglich, dass wir jetzt hier auch nochmal eine Bewegung nach oben kriegen. Aber es muss nicht sein. Ja, das ist jetzt hier, wäre so ein bisschen Würfeln angesagt. Deswegen glaube ich nicht, dass es viel Sinn macht, jetzt hier sofort einzusteigen. Wir haben hier unten auch noch einen Pivotpunkt. Und wenn man sich das hier auch nochmal von den Wellen her betrachtet, ich mache vielleicht mal einen anderen Timeframe oder weil ich gucke mir jetzt erstmal kurz die paar Sekunden an, die jetzt kommen. Die ersten. Auf jeden Fall sehen wir hier auch nochmal einen Tiefpunkt, ein lokales Tief, was ja auch recht ordentlich gekauft wurde. Und das ist natürlich auch mit dem Grund, warum es jetzt hier hängt und warum es nicht einfach so drunter geht. Also bis jetzt zumindest halt nicht. So, jetzt haben wir hier den Pivot, genau das meinte ich halt, ja. Das ist natürlich erstmal gerne angelaufen, sowas. Kann aber sein, dass jetzt halt einfach tatsächlich erstmal auch nach oben wieder zieht. Und wird man jetzt halt sehen. Aber wie gesagt, da jetzt halt sofort eine Position aufzumachen, halte ich halt irgendwie nicht unbedingt für sinnvoll. Also der war jetzt halt relativ naheliegend. Hätte man sogar machen können, aber wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, weil halt hier, das reicht mir nicht. Ja. Also ich habe hier irgendwie einen Punkt oder ein, zwei Punkte unter dieser Triggerlinie. Und das ist oftmals halt eben nicht ausreichend dafür. So, das heißt, kann jetzt hier einfach sein, dass wir ein bisschen Geschiebe kriegen. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn er erst hochgegangen wäre, weil das funktioniert in solchen, wenn man so ein Bild hat, meistens halt überhaupt nicht. Und wo es dann auch relativ schnell wieder in die andere Richtung geht.
Nur jetzt ist natürlich, jetzt hier haben wir so ein bisschen natürlich das Problem in Anführungszeichen, dass jetzt erstmal hier ziemlich günstig ist. Ja? Das heißt, wir starten tief. Das ist natürlich wiederum attraktiv dann auch für Käufer. Und entsprechend kann es ja natürlich schon sein, dass jetzt hier auch einfach Shorts aufgelöst werden, dass gekauft wird und dass wir jetzt halt dann auch erstmal ein bisschen Bewegung nach oben kriegen, die auch ein bisschen nachhaltiger sein könnte. Also es muss nicht, aber kann natürlich. So, und hier haben wir außerdem die 240, ist ja auch eingezeichnet, in Verbindung mit dem Pivot. Das war natürlich auch ein Level, was halt ganz gut gekauft worden ist. Und ich vertrete auch immer so ein bisschen die Devise, was halt einmal als Kauflevel funktioniert hat, funktioniert auch zweimal. Zumindest ist es oft so. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil hier waren schon mal Käufer aktiv. Von daher kann es natürlich sein, dass die jetzt wiederkommen, wenn jetzt hier mal ein bisschen drunter geht. Und wenn er eben ganz durchfällt, dann werden wir in den Markt wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Und kann natürlich alles passieren. Aber Long ist hier eigentlich tabu, finde ich. Also in Anbetracht von dem, was wir hier halt auch im Daily haben, ergibt es keinen Sinn, jetzt hier irgendwie Long zu suchen und dann irgendwie drauf zu bauen, dass er an irgendeiner Stelle jetzt großartig reagiert und geht dann nochmal eine Korrektur bewegen kriegen. Also höchstens dann für einen kleinen Impuls, falls es jetzt irgendwie in einem Schritt noch tiefer gehen sollte, dann kann man höchstens mal versuchen, für 10 Punkte oder so einen Impuls einzufangen, beziehungsweise einfach dann einen Punkt auszuloten, an dem dann Shorts aufgelöst werden. Aber so jetzt hier jetzt als Beispiel irgendwie long gehen nach dem Motto, der steigt bestimmt nochmal auf 12.300, halte ich für nicht gut. Hier haben wir den Point of Control vom Freitag, so wie ich das sehe. Ist das der Freitag oder ist es der Montag? Ne, ist der vom Freitag, genau. Gestern eingezeichnet. Ein ungetesteter Point of Control. Der kann natürlich ein bisschen Bewegung jetzt hier auslösen. Point of Control, für die, die es nicht wissen, aber ich glaube mittlerweile weiß das so ziemlich jeder, der hier dabei ist. Das ist einfach der Punkt, wo am Freitag das meiste Volumen umgegangen ist. Und oft ist es eben so, wenn halt, das heißt, hier sind die meisten Marktteilnehmer einfach aufeinander getroffen am Freitag. Und oft ist es eben so, wenn so ein Punkt nicht nochmal erreicht wurde, dann, dass er dann eben beim zweiten Mal dann auch schon mal reagieren kann. So, jetzt sind wir hier knapp dran, das kann aber trotzdem stimmen hier an der 15 Minuten. Moment, ich stelle das mal um, dann haben wir ein bisschen mehr Genauigkeit. Weil das ja immer nach dem Timeframe umgerechnet wird, der angezeigt wird. Ja, nicht ganz erreicht, aber knapp auf jeden Fall. So. Was ich hier übrigens nochmal drin habe, ist das, den hatte ich vor längerer Zeit öfters mal am Start, weil ich halt immer wieder von Kontext ja auch rede und auch von Außenstäben. Und das ist ein eigener Indikator, den wird es auch mal in einer abgespeckten Version auch mal for free geben, demnächst. Weil das halt einfach so ein bisschen, also hilft einfach dabei zu sehen, wo der letzte Außenstab halt eben ist. Ja, also jetzt hier zum Beispiel auf einer Minute. Und da kann man eigentlich auch, wenn wir jetzt hier auf einer Minute sind, immer ganz gut absehen, wo halt die Grenze ist von den Kerzen, die danach innen liegen sind. Ja, also hier, deswegen haben wir jetzt hier auch entsprechend nochmal eine kleine Reaktion. Aber das geht natürlich nicht nur im M1, sondern vor allen Dingen eigentlich auch in Timeframes, die deutlich höher sind. Und nur um das halt ein bisschen zu erklären, weil halt ich beobachte immer Algorithmen, wie die halt getaktet sind oder worauf die reagieren. Und da spielen Außenstäbe schon eine deutliche Rolle immer mit. Und wo man dann halt auch, wenn man zum Beispiel halt jetzt Long suchen würde, ja, würde ich jetzt hier als Beispiel abwarten, bis wir einen Schlusskurs darüber haben. Und dann ist das eigentlich so ein Punkt, wenn ein Algorithmus da auf Long getrimmt ist. Und dann wäre das halt ein Trigger dann an der Stelle. Das heißt, dann ist die Chance höher, dass es auch entsprechend fortgesetzt wird. Und genauso wie wir hier halt auch sehen, ja, dass es einfach genau da jetzt hängt, ja, an der Oberkante, weil hier ist das ja halt ein bärischer Kontext und da ist es halt einfach hier an der Oberkante von der kleinen Range. Also das, so bilden sich meistens Ranges, es ist noch keine, aber so bilden sich eben sehr oft Ranges. Und deswegen haben wir da halt auch eine Reaktion.
Aber jetzt hier, wie gesagt, nur auf einer Minute ist natürlich sehr eng alles. Geht auf 5 Minuten natürlich ganz genauso. Und das heißt, würden wir hier oben hin jetzt zum Beispiel laufen, dann wäre das halt eher schon mal ein Punkt, wo man dann auch mal versuchen könnte, weil das ist natürlich auf 15 Minuten jetzt nichts anderes, obwohl die noch nicht fertig ist. Aber die wird dir wahrscheinlich genauso kommen. Aber das wäre dann ein Punkt, wo man tatsächlich auch mal Short versuchen könnte. Ja. Also zumal wir dann halt hier, jetzt hier vom Profil her, haben wir hier das Value Area Low, die 70% von heute jetzt erstmal, die ist natürlich noch nicht so aussagekräftig, sind aber gleichzeitig halt auch hier unter der Kassamarke und eben entsprechend oben in diesem Short-Kontext. Also das wäre halt zum Beispiel eine Möglichkeit, um da vielleicht mal ein paar Punkte danach Short zu bekommen, wenn er überhaupt dahin kommt. Das ist natürlich jetzt auch ganz klar die Frage. Ich glaube irgendwie fast eher, dass wir hier nochmal ein kleines Tief machen, dann hier dann doch noch auf den Point of Control aufsetzen und dass wir dann halt eher die Gegenbewegung dann halt bekommen. So, ich habe heute noch nicht Kaffee genug, ich muss hier ab und zu mal einen Schluck trinken. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, hätte man ja irgendwie hier machen können, aber wie gesagt, mir war das hier ein bisschen zu knapp, hier nur drunter mit diesem einen Punkt, aber trotzdem, wenn man schnell genug ist, kann man das natürlich machen, mit 5 Punkten Stop-Loss und wenn es nicht geht, geht es eben nicht, klar. Ich muss mich auch mal so ein bisschen auf diese Live-Webinare noch einschließen, weil ich ist jetzt, glaube ich, dritte oder vierte, was wir in der Richtung halt machen. Und das soll da vielleicht wirklich auch mal versuchen in Zukunft, um Punkt 9 irgendwie auszuloten oder beziehungsweise dann tatsächlich irgendwie eine Minute vor 9 auszuloten, was man als nächstes wirklich plausibel machen könnte. Weil wenn man natürlich solche Bewegungen hat, also die jetzt ja hier doch schon recht deutlich halt, halt im Chart sichtbar sind und dann hat man auch sehr, sehr oft dann schon einen Impuls, ja. Also das hätte sich hier jetzt dann schon angeboten, dort mit einer Stop-Order einfach mal zu arbeiten. Aber okay, es ist ja nicht das letzte Webinar in der Richtung und daher kann man natürlich auch noch Dinge in Zukunft verbessern. Es ist ganz schön was los heute hier, sehe ich. Ganz schön viele Teilnehmer. Das finde ich natürlich sehr schön, dass das hier auch ein bisschen mal rumspricht. Dass da halt immer was passiert, beziehungsweise bis jetzt ja nicht wirklich, aber so 5 Minuten, ja, wie man sieht hier ein bisschen Gegenbewegung, das ist natürlich ohnehin, also wie gesagt, long für mich eigentlich sowieso nicht, heute werde ich mir auch mal dran halten, beim zweiten Webinar habe ich ja mich an meine eigene Aussage nicht gehalten, weil ich gedacht habe, wir kriegen da halt noch ein bisschen Gegenbewegung in die andere Richtung. Bin da long gegangen, nur um irgendeinen Punkt zu erreichen. Das ist natürlich nicht unbedingt die Weltklasse-Idee. Was man hier machen kann, als Beispiel, ist zum Beispiel hier oben Pivot Main. Ja, hier angezeigt, beziehungsweise kann man sich ja darstellen lassen, einfach hier mit PH. Also der Stunden-Pivot. Ist das dann halt von der 8 Uhr Kerze. Und im Daytrading tatsächlich immer sehr hilfreich, wo natürlich ein Swingtrader sagt, wie Stundenpivot. Pivots gibt es ja nur auf Tageskerzen. Nein, den gibt es natürlich auch auf Stundenkerzen. Und wie man ja auch hier sieht, ja, S2, das ist der von der Stunde. Das sowas funktioniert und reagiert durchaus. Und kann man schon handeln. Und hier oben der Pivot Main, das wäre jetzt halt auch so eine plausible Anlaufstelle, würde auch knapp über dem Point of Control liegen. Gut, die Value Area ist jetzt ein bisschen nach oben gerutscht, aber halt eben, wenn wir jetzt zum Beispiel halt einen Sprung nach oben kriegen, ja, also hier über die Kassamarke wäre das eigentlich schon ein netter Einstieg, der durchaus auch ein paar Punkte bringen könnte. Und dann wären wir halt auch hier nochmal in dieser Triggerlinie, die 260 wäre knapp drüber. Das wäre natürlich schon ein ganz netter Einstieg. Aber wie weit der reicht, muss man halt aussehen, kann auch sein, dass, wenn er es überhaupt macht, das weiß ich halt natürlich nicht.
Aber es von da einfach nur noch mal ein paar Punkte zurückgehen würde, dann hier auf die Kassaeröffnung, aber auf jeden Fall ein Punkt, den ich eigentlich relativ bedenkenlos erstmal anpacken würde. Weil es muss jetzt hier nicht die Riesenbewegung sein, die wir jetzt hier mitnehmen. Beim letzten Mal hätte es tatsächlich funktioniert. Da waren es ja immer nur irgendwie so ein paar Punkte, die ich da mitgenommen habe in zwei Trades. Die wären tatsächlich teilweise 60, 70 gelaufen. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin eigentlich eher ein Freund davon, also gerade jetzt bei solchen Webinaren, dass man halt wirklich dann auch Positionen findet, die man dann auch zu Ende bringen kann und wo man dann nicht irgendwie danach noch stundenlang warten muss, bis da tatsächlich mal irgendwas in Erfüllung geht. So, jetzt haben wir hier natürlich den Vortagespivot zusammen mit der Value Area Intraday. Mal gucken. Natürlich auch jetzt nicht gerade ein unbekannter Punkt. Und hier wegen dem Pivot. Deswegen würde ich da erstmal, glaube ich, nicht unbedingt rangehen. Weil es auch ein bisschen tief ist. Und wie man jetzt hier sieht, gehen wir nur auf eine Minute, sieht man es besser. So, da ist die mittlerweile auf eine Minute. Das heißt, er läuft hier gerade in die Value Area zurück. Das heißt also in den fairen Preisbereich von heute. Und er versucht zumindest mal zurückzulaufen. Und da wäre halt entsprechend die Oberkante, also beziehungsweise 70% des Volumens von heute, hier die der obere Punkt wäre dann entsprechend hier oben bei 285. Mal gucken, was wir da noch haben. Das müsste eigentlich dann der hier sein. Also kann halt jetzt sein, dass er einmal durchläuft. Ich weiß, es ist natürlich jetzt alles nur erstmal Theorie. Ich muss ja auch natürlich erstmal schauen, ob das, was ich hier sage, Sinn macht oder was sich ungefähr so meinen Vorstellungen anpasst, um dann halt zu sehen, okay, ich habe da ein Gefühl dafür für den Markt oder eben halt auch nicht. Also wie gesagt, der hier glaube ich schon, den lasse ich auch auf jeden Fall mal liegen. Das haben wir hier für einen Stop. Machen wir 5 Punkte, das müsste eigentlich reichen. Also nochmal, hier sind wir über dem Point of Control, das heißt über der Kursmarke, wo heute das meiste Volumen gedreht wurde, über der Kassa und gleichzeitig hier ein Stundenpivot, also wenn ein entsprechender Impuls kommt, aber den brauche ich auch. Also langsames Hochgekauf an der Stelle wäre nicht gut, wenn, dann muss es schon ein Impuls sein, der halt bis dort hingeht, möglichst in einem Rutsch und dann hat das mehr Aussicht auf Erfolg. Ja, sieht man auch hier, ne? Pivot hätte sich nicht gelohnt, den von unten zu handeln. Hier wegen 3 Punkten. Nicht unbedingt. Ich versuche den jetzt hier am Stück. Also wenn der nicht geht mit 5 Punkten, dann würde ich da jetzt auch nicht skalieren, sondern dann würde ich eher versuchen, den nächst höheren zu bekommen. Das heißt, wenn der jetzt halt hier daneben geht, macht nichts. Der nächste kommt bestimmt. Aber ohnehin, wie auch vorhin Andreas schon gesagt hat, bitte unbedingt mit eigenen Handelsansätzen abgleichen und nicht einfach blind nachhandeln. Also das richtet sich natürlich insbesondere an die Anfänger, die hier ja auch mit dabei sind. So, also knapp unter der Kassa. Sieht man übrigens auch ganz oft, kann man mal beobachten, dass wenn wir halt um Punkt 9 eine Abwärtsbewegung haben, ja, dass halt dann wirklich die Kassamarke nur noch mal knapp angelaufen wird und es dann halt weiter runter geht. Und mir fehlt aber halt hier irgendwie ein vernünftiger Punkt. Also klar, wir haben hier den Vivop, hätten wir jetzt hier gehabt, aber nur mal so generell, das ist halt wirklich, das kann man ganz gut beobachten, passiert wirklich oft. Ist dann nur die Frage, was ist knapp drunter? Es kann natürlich 10 Punkte sein, 5 Punkte ein oder auch 20. Aber es ist auch einfach zu erklären, weil
Hier war ja nun mal halt der ein oder andere Marktteilnehmer, der hier Positionen abgebaut hat. Und klar, wenn dann das ursprüngliche Level nochmal dann knapp erreicht wird und dann, wenn da jemand wirklich Interesse dran hat, größere Positionen abzustoßen, dann sagt er natürlich, ja danke, bin ich erstmal froh drum, dass ich nochmal fast den gleichen Kurs dann kriege zum Verkaufen, erstmal raus damit. Und deswegen ist es halt einfach auch so eine Bewegung natürlich plausibel. So, weiß man aber vorher nicht, kann ja auch genauso gut sein, dass der hier fertig war, wer auch immer das da halt initiiert hat und dass da halt nichts mehr kommt. Aber das hat eben nur zur Erklärung, warum das eben so ganz oft zu beobachten ist. Jetzt ohne irgendwelche Indikatoren oder sonst was, aber einfach ergibt ja logischerweise Sinn auch. Man sagt ja zwar immer irgendwie, Logik hat an der Börse nichts verloren, aber ich finde Plausibilität halt schon. Man muss ja letzten Endes ist ja alles, was man hier tut oder was wir generell im Handel ja tun, ist ja, versuchen wir uns in die anderen Marktteilnehmer reinzuversetzen und denen so ein bisschen halt auf den Fersen zu sein und herauszufinden, was die denn da halt auch vorhaben. Ja. Also sozusagen Massenpsychologie auch. So doof es klingt, aber genauso ist es im Endeffekt. Und wo ich halt finde, was nicht machbar ist mit Logik, ist halt einfach, wenn es dann heißt, ja, wir haben irgendwelche Arbeitsmarktdaten oder was weiß ich, BIP-Zahlen oder sonst was. Und wenn die gut sind, dann steigt der Markt und wenn die schlecht sind, dann fällt der. Also von so einer Logik halte ich halt nichts. Weil das kann ja auch nicht funktionieren, weil wenn es so funktionieren würde, so, oh schön, ein Limit-Pullback-Effekt. Wo geht der denn hin? Bin ich jetzt gerade rausgeflogen? War der ein bisschen zu schnell? Aber hier hat man auf jeden Fall sehr schön gesehen, was die Limit-Pullback-Order kann. Ne? Mit einer normalen Limit-Order und einem anderen Stop-Loss hätten wir hier ganz schön dämlich aus der Wäsche geguckt. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen weiter bei der Wohler hier. Aber so ist der halt wirklich in einem Rutsch mit nach oben gezogen worden. Ein bisschen weiter als mein Bildschirm war. Bin aber jetzt trotzdem mit 5 Punkten ausgestoppt worden. Aber ist ja okay. Also, aber das war natürlich ein heftiger Vorführeffekt. Ich lasse den jetzt aber hier erstmal, ja. Also mal gucken, was der hier noch vorhat. So, hier haben wir das. Und ich schraube jetzt mal die Size ein bisschen runter. So, das ist Value Area High von, das Value Area Low von gestern. Über, so, ich mache jetzt mal eine nochmal auf, werde die aber jetzt dann eher skalieren. So, warum? Das heißt, wir haben hier das Low von gestern, also das Value Area Low von gestern. Und entsprechend, er versucht jetzt hier nochmal in den Volumenbereich von gestern hier reinzulaufen. Und gleichzeitig sind wir hier über dem R2 aus dem Stundenchart, über der Value Area von heute. Wir haben ja einige gerade auch irgendwie so ein bisschen mit Long überfahren, beziehungsweise wir waren es ja nicht, sondern es waren dann eben andere. Und er versucht jetzt hier im Intraday oben aus der Value Area rauszukommen. So, entsprechend haben wir hier jetzt nochmal auch eine Reaktion. Position liegt jetzt erstmal hier 18 Punkte im Plus und skaliert jetzt halt deswegen, weil falls jetzt irgendwie nochmal nach oben geht, dann könnte man die Position noch weiter ausbauen. Muss man aber hier wahrscheinlich eigentlich gar nicht machen. Ich setze mal den Trail-Trigger hier hin. Das heißt, wenn wir hier unten hinlaufen sollten, nochmal zum Point of Control, also zum dort, wo die meisten Kontrakte jetzt gedreht wurden. Und dann würde ich da auf jeden Fall rausgehen. Das war natürlich gerade ein schöner Vorführeffekt für die Limit Pullback. Hat man gerade schön gesehen, wie die Order mit nach oben getragen wurde, wo man mit jeder anderen einfach nur überfahren worden wäre. Ich habe jetzt halt hier nur den Fehler gemacht, dass ich ein bisschen eng skaliert habe. Sonst hätte ich die natürlich auch einfach wegnehmen können, die Order, und abwarten, bis die Bewegung abgeschlossen ist. So, und das war dann auch gleichzeitig die 304. Ja, liegt natürlich hier nochmal dazwischen, wo ich halt auch gesagt habe, da würde ich gerne drunter. Aber das passt doch hier erstmal. Also hier oben von dem Punkt ging jetzt halt nur ein bisschen schneller als erwartet. Aber es ist doch okay.
So, jetzt sind wir hier wieder drin in dem Bereich. Und jetzt braucht er natürlich hier einen plausiblen Anlaufpunkt, wo einfach auch nochmal andere Marktteilnehmer dann auch sind. So, und wo finden sich die? Höchstwahrscheinlich hier am Point of Control. Das heißt, da, wo viel gedreht wurde, sollte eigentlich auch wieder viel gedreht werden. Das war natürlich ein recht ordentlicher Squeeze hier. Aber wie man halt sieht, ja, wenn man so eine Eröffnung handelt, ja, da darf man halt nicht besonders zimperlich sein, ja. Auch wenn ich jetzt hier eben mal kurz rausgeflogen bin, aber solange ich ja halt weiß, okay, um welche Punkte geht es, und kann ich ja da auch einfach nochmal rein, ja. Und muss dann, oder ich darf eigentlich dann nicht sagen, ja, verdammt Loser, ich mache jetzt irgendwie eine halbe Stunde Pause. Das finde ich halt, ist ja völlig falscher Ansatz, ja, weil der Markt wartet nicht auf mich, sondern nur weil jetzt hier mal kurz das Level übertreten wurde, wo jetzt die erste Order war, das ist ja völlig egal. Und weil im Endeffekt, ich muss ja nur den Überblick behalten, und solange ich den habe, gibt es überhaupt gar keinen Grund, da jetzt irgendwie aus dem Markt auszusteigen oder fern zu bleiben. So, was habe ich denn hier für einen komischen Trading Stop? Den machen wir direkt mal anders. Setzen wir hier mal auf 2. So, und eigentlich müsste das hier, wie gesagt, jetzt der nächste Punkt sein, weil wenn es irgendwo Interesse gibt, und dann wohl hauptsächlich hier in dem Bereich. Na komm. So, ich habe jetzt hier den Trading Stop drin. Ja, das heißt, sobald er jetzt hier hinkommt, würde er anfangen zu trailen an der Stelle. Pivot sollte jetzt eigentlich hier keine große Rolle spielen. Nur weil der da ist. So, da sind wir auch. Trail geht rein. So, mal gucken, was jetzt hier noch passiert. Okay, jetzt sind wir erstmal raus. Gut. So, dann mal hier. Das waren doch jetzt schon mal ein paar nette Punkte von hier oben. Ja, wie man sieht, also irgendwie zwei kleine Loser, dafür einer hier mit 40 Punkten dafür eingetütet. Das ist doch schon ganz okay, finde ich. So, jetzt war hier jetzt erstmal nur Minimum. Kann mal gucken. Ja, ne? So passt das doch. Und schon ist das ganze Ding hier im Plus. Ja, wie gesagt, ist natürlich hier eine Bewegung, die ist natürlich ein bisschen arg. Und das ist nichts für schwache Nerven. Aber wie man sieht, ja, das spielt halt einfach die Geige. Ja. Also wenn man das halt im Blick hat und macht definitiv Sinn. Im Übrigen, wir haben es ja schon öfters mal irgendwie erwähnt, beziehungsweise ich habe es schon öfters erwähnt, das Market Profile ist ja grundsätzlich ein kostenpflichtiges Add-on, aber wir haben jetzt die Lite-Version, also das heißt die Version, die zumindest die Vortageswerte, nicht jetzt hier Intraday, das heißt den hier nicht, ja, also alles, was Intraday bewegt, nicht, aber die Lite-Version, die halt die Vortageswerte anzeigt, also genau so ein Punkt oder hier auch ein Point of Control oder halt hier das Value Area High, gibt es in der Lite-Version und kann man inzwischen auch runterladen. Kostet nichts, kriegt ihr über die Homepage und kann man einfach mal installieren und sich das dann auch entsprechend mal anzeigen lassen. Also wie gesagt, es gibt keine Intraday Updates, sondern nur diese Werte hier, also immer hier vom Vortag, wobei die halt auch schon sehr, sehr hilfreich sind. Das ist eigentlich das, was der Olli auch auf seiner Homepage halt immer nennt, ja, wo er halt sagt, MP-Daten heute, nur dass die hier natürlich schon umgerechnet sind auf die CFD-Kurse. Ja, das heißt, wenn das jemand vergleicht und sagt, er hat ja ganz andere Werte und das liegt einfach daran, weil das sind Future-Werte und wir sind hier im Kassa, beziehungsweise CFD. Und entsprechend stimmen die Kurse natürlich nicht überein, aber die Levels stimmen überein, also da, wo es hingehört. Ja, sieht man hier auch wirklich sehr deutlich. Und vor allen Dingen, was man jetzt halt hier auch sehr schön gesehen hat, das, was ich gesagt habe, von der Plausibilität. Ja, also, wo will der Kurs hin? Wahrscheinlich dort, wo halt eben vorher schon Umsatz gedreht wurde. Ja, dann hat man halt einfach eine vernünftige Orientierung. So, da ist ja echt ordentlich was los. Der wäre noch ein bisschen weiter gegangen. Bisschen ist gut. Bin gespannt, wie das hier ausgeht.
Nur hier gucken. Ja. Mal abwarten. Das ist schon ein bisschen arg, was hier gerade passiert. Ja, aber der Exit, ich kann es mal kurz hier auch nochmal einblenden. Dafür haben wir es ja. Also, was haben wir hier gehabt? 9 Punkte minus. Der erste ist irgendwie gar nicht so wirklich, keine Ahnung wieso. Es waren tatsächlich nur 2 Trades. Ich weiß gar nicht, wo die erste Limit abgeblieben ist. Aber ich denke, das ist ja so in der Form. Es kann tatsächlich sein, dass hier einfach 0-0 da oben raus ist. Und also die erste Limit-Order, man sieht es ja hier nicht mehr, aber ich denke, wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, sieht man ja, da ist ja wirklich die Limit-Order, die lag hier bei 265. Und so wie ich das sehe, ist die gezogen worden bis 91. Das heißt, 30 Punkte mit nach oben geschoben. Und das ist halt eben der Riesenvorteil, ja. Also auch wenn ich jetzt hier natürlich Eigenwerbung mache, ja, aber versuch das doch bitte mal mit dem MetaTrader, ohne den StereoTrader oder irgendeiner anderen Plattform, ja. Das wird man über den Haufen gefahren. Mehr passiert da halt nicht. Und dann auch noch geslippt und weiß ich nicht was alles, ja. Das ist, wer das halt manuell gehandelt hat, ja, keine Chance. Und ich hätte den hier vorhin ganz problemlos, wenn ich halt, wie gesagt, jetzt nicht im 1 Minuten unterwegs gewesen wäre, ein bisschen anders skaliert hätte, ich hätte den ganz problemlos und ganz gemütlich sogar rausnehmen können, ja. Und also diese Order, die ja so brutal mit nach oben gezogen worden ist, ja. Und das ist eben das, was ich immer sage. Das ist halt einfach eine Risikoversicherung, die Limit Pullback Order. Und die ist halt absolut unbezahlbar, ja. Und also deswegen, auch wenn die jetzt hier irgendwie ihre 5 Punkte gekostet hätte, was sie ja scheinbar nicht hat, aber selbst dann, ja, habe ich aber immer noch, ich habe einen Fill gehabt an der Stelle, wo es einen Rücklauf gab, ich bin nicht geslippt worden an der Stelle und habe Zeit gehabt, auch wenn es jetzt hier nur ein paar Sekunden waren, aber habe Zeit gehabt, das Ding nochmal rauszunehmen. Und das gelingt mit einer normalen Limit-Order unmöglich, ja. Aber wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn ich da halt noch einen anderen Punkt hätte und wenn da natürlich halt ordentlich ins Plus gelaufen werden, was wir möglicherweise auch sind, aber ich habe den Bildschirm leider so blöd gerade skaliert, dass ich es nicht mehr gesehen habe. Und weil die ist mit Sicherheit auch kurz ins Plus gelaufen, wenn auch nicht viel. Aber, und das ist eben alles besser als irgendwie normale Limit Orders, weil man sich einfach immer gegen den Markt stellt. Beziehungsweise auch gegen, vor allen Dingen nicht nur gegen den Markt, sondern gegen die aktuelle Bewegung. Immer. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche auch daran. Deswegen jetzt vielleicht ist ja hier auch der eine oder andere dabei, der den StereoTrader noch nicht kannte und hat das vorhin dann auch gesehen. Wenn nicht, guckt euch die Aufzeichnung an und was da tatsächlich passiert ist, weil es ging ja so schnell. So, was machen wir denn jetzt mit der Bewegung hier? Gucken wir da noch, was mit anfangen kann. Wir haben jetzt die 30-Minuten-Kerze fertig. Die sieht natürlich schon lustig aus. Allerdings nicht für long. So, was man hier nochmal versuchen könnte, das wäre jetzt halt hier nochmal, wenn wir eine Gegenbewegung kriegen, also hier oben nochmal in Richtung der Eröffnung, dann könnte man versuchen, die nochmal zu shorten an der Stelle. Also wir haben jetzt hier nämlich erstmal ein bisschen Support, kein neues Tief. Und was aber eben halt auch oft sichtbar ist, ist, dass wenn man zum Beispiel so eine Kerze hat, auch wenn die jetzt nur einen kurzen Kerzenkörper hat, dass aber eben halt oben die Eröffnung nochmal angelaufen wird von der jeweiligen Kerze. Also das ist jetzt halt eine Price Action. Und dass es halt nochmal angelaufen wird und dann halt nochmal bis zur Eröffnung, beziehungsweise bis zum Schlusskurs dann halt reagiert. Das heißt, wir wären hier an der Stelle nochmal bei der 261. Ja, ungefähr, beziehungsweise ich kann es ja hier auch mal kurz umschalten, da sieht man es ein bisschen besser. 30-Minuten-Kerze, knapp drüber, wäre hier der Punkt 259. Okay. Hoppla. Auch wenn wir natürlich
jetzt hier so ein bisschen Gegenspiel haben. Das heißt, wir haben hier eigentlich auf 5 Minuten halt massiv Long. Ja, also wir schweben hier tatsächlich immer noch in dieser 5 Minuten Ausbruchskerze. Da sind wir jetzt ganz unten. Muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich. Vielleicht dann doch lieber nochmal hier den Pivotpunkt halt nehmen. 15 Minuten ist aber short. Zumindest mal hier von der ersten Bewegung, auch wenn die zweite jetzt halt genau andersrum war. Das heißt, hier läuft jetzt gerade wirklich so einiges gegeneinander. Mal gucken. So, hier wäre dann nochmal so ein Austritt oder so. Das geht ja schon wieder los. Okay. Aber jetzt hat man es ja auch nochmal ein bisschen gesehen, ja. Also zieht ihn ein Stück mit hoch. So, ich bin mal gespannt, ob das stimmt, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich, dass wir hier entsprechend halt über die Kerze laufen und dann halt nochmal hier auf den Schlusskurs oder in Richtung Schlusskurs zurückkommen. Sollte jetzt aber möglichst schnell machen, ansonsten lasse ich das. Weil hier jetzt auch Point of Control und Eröffnung halt auch nochmal plausibel sind an der Stelle. Aber hier muss er natürlich jetzt schon durch. Ziehen wir mal ein bisschen enger. Und kommt noch was? Ja, Reaktion war da, aber sieht wieder aus, als würde das nicht reichen. Ja, mit 5 Punkten Stop ist das natürlich jetzt auch nicht das Riesenproblem. So, hier 1 Minute ist das. Sagen wir 33. So, ansonsten hätten wir natürlich dann hier oben nochmal das Intraday VAH, das ist Value Area High. Das wäre dann halt nochmal ein möglicher nächster Punkt. Ich lasse dem jetzt mal hier kurz ein bisschen Luft hier. Ja, also zwar nicht viel, aber dass es zumindest hier so ein bisschen wackeln kann. Und sonst hätte ich den natürlich auf Break-Even abgesichert, aber das bringt halt in den meisten Fällen nicht wirklich was. Ja, okay. Hier nochmal das VAH, genau, das wäre dann der nächste Punkt. So, den mache ich jetzt nochmal separat, manuell. So, 34, 5 Minuten Kerze wird jetzt fertig. Okay. Die will natürlich über die alte drüber. Aber muss jetzt natürlich nicht so sein. Trotzdem brauchen wir natürlich hier jetzt ein paar Verkäufer, wenn der funktionieren soll. Ja, also wenn man das skypen will, also nur für ein paar Punkte, sieht man ja. Also das hat ja vorhin halt auch hier schon bei der ersten funktioniert. Die war ja irgendwie 8 Punkte im Plus, hätte ich natürlich mitnehmen können. Aber ich versuche halt hier nochmal auf die Stelle hier zurückzukommen. Auf die 260, beziehungsweise eigentlich hier bis zur Eröffnung von der Kerze. Wobei die natürlich, muss man halt auch sagen, jetzt nochmal 25 Minuten Zeit hat. Ja. Also theoretisch kann die sich natürlich jetzt so lange Zeit lassen, um irgendwann nochmal da unten hinzukommen. So, aber jetzt haben wir hier zumindest auch nochmal einen ganz netten Kontext auf 1 Minute. Und da wäre es halt auch schon legitim, wenn der halt auch nochmal auf der Unterseite angelaufen wird. Aber wie man sieht hier, ne, das war vorhin halt hier, jetzt erstmal nur ein kleiner Loser. Das macht aber nichts. Ich versuche halt jetzt hier natürlich den besseren Punkt zu erwischen, der er auch schon war, wie man sieht. So, und jetzt liegt jetzt halt schon weiter vorne als die vorhin
ins Minus gelaufen ist. Ja. Also wäre jetzt halt, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, wenn es mir jetzt nur darum ginge, halt den nochmal mitzunehmen, dann könnte ich jetzt hier auf den Knopf drücken und dann wäre das halt so. So, den werde ich jetzt aber absichern hier. So, und jetzt kriegen wir noch ein bisschen, genau. Nochmal zurück, Point of Control. So, komm, nehme ich manuell raus, 18 Punkte. Zack. Geht doch. Läppert sich doch dann auch langsam, ne? So, und hier ist natürlich, was natürlich bei mir halt auch in der Herangehensweise halt mitspielt, ist, dass wir hier halt einfach auch nochmal einen Punkt haben, also hier eine Triggerlinie. Ich glaube natürlich an meine horizontalen Widerstände und so weiter. Und das war natürlich jetzt auch ein Zusammenspiel hier ganz klar von der 8.1 hier in Verbindung mit dem Market Profile. Da habe ich halt einfach eine wesentlich höhere Chance, dass das halt auch aufgeht. So, Konto hier ist natürlich Pipi, ja, das ist klar, aber darum geht es ja hier nicht. Sondern es geht ja einfach nur darum, immer zu zeigen in diesen Webinaren, was man wie handeln kann, was halt Sinn macht. Und vielleicht auch ein bisschen hier zu zeigen, wie man mit Price Action halt umgehen kann oder beziehungsweise wie man generell mit der Eröffnung umgeht. Ja. So sieht es halt jetzt aus. Das war der erste kleine daneben und dann, das war jetzt halt hier nochmal die 5 Punkte minus. Und jetzt aber hier halt nochmal die, wie viel waren das gerade? 18 Punkte plus. Ja. So. Jetzt fragt ihr, ich gehe mal kurz ein paar Fragen durch, weil ich glaube, ich habe jetzt erstmal hier nichts weiter wirklich zu tun. Also was man halt versuchen könnte, also hier ist natürlich jetzt so ein Entscheidungspunkt, ne? Weil wir haben halt hier eine Abwärtsbewegung, hier nochmal einen Korrekturpunkt jetzt hier auf einer Minute und das wird jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen zackern, ja, versucht jetzt da drüber zu kommen und gut möglich ist, dass es hier jetzt erstmal nochmal rumsteht, dass die nächsten 20 Minuten da jetzt nicht mehr allzu viel passiert. Wenn er aber da drunter geht, ja, also hier unter diesem Bereich, also das heißt, hier hätten wir ja dann tatsächlich nochmal die Value Area. Das heißt, wenn er da jetzt drunter geht, dann würde ich versuchen, da, wenn es nochmal einen Rücklauf gibt, dann auch short reinzukommen, so dass man halt möglichst um 10 Uhr da mit einem Impuls nach unten rauskommt. Wenn er aber hochgeht, dann nicht. Ja. Also wenn er sich jetzt tatsächlich hier drüber bewegen sollte, dann wäre eher der nächste Anlaufpunkt hier die 200, Quatsch, die 335. Und weil das wäre auch hier knapp unter dem Kassaschlusskurs von gestern und damit eben auch kein Gap Close. Mein Gap Close ist ja grundsätzlich, also ein Gap Close nach oben ist nicht unbedingt mehr bärisch zu werten. Der Markt ist zwar bärisch, ja, das heißt aber nicht, dass er das jetzt irgendwie sein muss von heute Morgen 9 Uhr bis heute Abend um 22 Uhr. Kann genauso gut sein, dass er jetzt hier irgendwie versucht nach oben durchzukämpfen und dann der Rest dann halt erst heute Nachmittag irgendwann kommt. Ja. Ob man das dann halt handeln muss, morgens weiß ich nicht. Ja. Also wenn wir hier, wie gesagt, Trend nach unten, bin ich dabei. Aber irgendwelches Geschrabbel nach oben muss es nicht unbedingt sein. Also beziehungsweise da würde ich dann eher auch nochmal, also wie gesagt, das wäre der Punkt. Gap Close wäre schon nicht mehr schön. Aber das wäre halt so ein Punkt, den man höchstwahrscheinlich nochmal handeln kann. Hier bis unten hin, also nochmal circa 30 Punkte darunter. Das würde schon Sinn machen. Zumal wir auch hier völlig stressfrei, um das auch nochmal kurz zu zeigen, immer noch in der Abwärtsbewegung halt sind, ja. Also beziehungsweise hier in der Korrekturbewegung. Also wir haben hier ein tieferes Tief, dann diesen Punkt. So, jetzt sind wir halt hier bei 200. 20 war der hier, war der echt so tief. Okay. Und das heißt also, alles, was irgendwie unterhalb 363, 365 sich abspielt, ist völlig stressfrei. Also immer noch schön korrektiv in der Abwärts, im Abwärtstrend. Ja, aber eben, wie gesagt, ab irgendeinem Punkt wird es natürlich dann auch merkwürdig zu handeln. So, ich wollte mal gerade ein bisschen auf die
auf die Fragen eingehen. Wie kann man die Trade-Ergebnisse im Chart so einstellen, dass nur Punkte angezeigt werden? Ganz einfach. Also so wie es ja hier ist, ja, ich habe ja hier nur Punkte angezeigt, keine Beträge. Und zwar geht man halt einfach hier oben im, also hier Shift-Klick drauf, ja. Und man sieht gar nichts. Das liegt aber daran, weil ich das das Volumen ausgestellt habe. Ja? Also wenn man halt hier, ich ziehe es mal hier raus. Nämlich wenn man Shift-Klick auf das Volumen macht, ja, und dann, so ist die normale Einstellung, ne? Und alles mit Shift-Klick. Das heißt, ich kann hier mit Shift-Klick umschalten zwischen Punkten und Beträgen und so weiter. Und hier mit Volumen, dort kann ich, wenn ich dort auch Shift-Klick drauf mache, da wird auch kein Volumen angezeigt. Das heißt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Order setze, ja, da steht da kein Volumen dran. Also, ne, was jetzt hier oben Positionsgröße wäre, jetzt hier 0,7. Und so steht so dran und so nicht. Und ist auch gleichzeitig, wie man sieht, ja, wird auch damit ausgeschaltet, dass der monetäre Betrag da halt angezeigt wird. Ne? Und so kann man das halt umschalten. So, Einstellung für den Zickzack. Ich habe hier erst, also Zickzack ist das hier, ja, und ich habe hier einfach nur den normalen Zickzack-Indikator, den man ja hier im Navigator halt findet. Wo ist er? Da unten. Und das sind einfach nur die Standardeinstellungen, die ich halt hier drin habe. Ne? Und da erstmal gar nichts dran geändert. Ich hatte das vorher mal irgendwie umgestellt, aber da jetzt erstmal nichts. Ist auch ohnehin natürlich einfach nur eine zusätzliche Stütze, um das halt einfach ein bisschen besser. Also hier macht es jetzt im DAX irgendwie, weiß ich nicht, nicht allzu viel Sinn. Im DAO sieht es schon ein bisschen anders aus gerade. Und aber weil halt oft Kerzen und Kerzenkörper täuschen natürlich oder irritieren natürlich auch so ein bisschen, weil sie oft ein anderes Bild zeigen. Ich kann das mal hier auch mal kurz demonstrieren in dem kleinen Timeframe. Also wenn ich hier Zickzack mal dazugebe, ja, da sieht man halt so ein bisschen besser die Hoch- und Tiefpunkte, finde ich. Wobei hier natürlich jetzt das blanke Chaos erstmal halt ist. Ja, nutze jetzt hier im M1 nicht wirklich was. M5, also zumal jetzt hier die Overnight-Betrachtung noch drin ist. Und hier sieht man jetzt noch weniger. Also das ist halt, das in den größeren Timeframes, finde ich, halt immer ein bisschen übersichtlicher, beziehungsweise eigentlich auch nicht, ja. Das muss ja letzten Endes, solange ich eine klare Bewegung habe, zeigt es die natürlich schon sehr schön an. Ja. Und die habe ich jetzt hier natürlich während der Öffnung überhaupt nicht. Deswegen habe ich den hier auch nicht drin. So, okay. Was haben wir noch? Wo kann man das kostenlose Marktprofildaten vom Vortag herunterladen? Auf der Homepage. Einfach unter stereotrader.net und ist auch in Kürze diese Tage dann halt auch im normalen Download hier von FX Flat ohnehin auch mit dabei. Also generell, wenn man das Market Profile installiert, ich meine, installieren kann man es ja, man kann es halt nur ohne Lizenz nicht verwenden. Und dann werden dort zwei Versionen installiert, nämlich einmal halt die Lite-Version und die normale Version. Und die Lite-Version ist gekennzeichnet mit LT. Also einfach runterladen. Da gibt es nämlich jetzt ohnehin einen neuen Installer für den StereoTrader. Es gibt nur noch einen, nicht mehr für jedes Add-on extra und auch nicht mehr für jede Edition extra, sondern es gibt nur noch einen Installer. Und mit dem installiert man dann alles. Und das muss man dann einfach nur noch auswählen, welches Add-on man installieren möchte, und dann macht er das. So. Kann man auch das Traden nach Außenstäben automatisieren? Tja, das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, ich habe es schon versucht, bin aber bis jetzt
will nicht sagen gescheitert, ja, ich habe es vielleicht nicht genug versucht, aber es ist nicht so ohne weiteres machbar, weil man kann es halt nicht gut testen. Das ist das Problem. Also ich würde ja halt grundsätzlich wetten, ja, wenn man halt so einen Außenstab hat, oder was heißt wetten, ja, ich mache es ja auch ganz oft, dass wenn man halt sowas hat, so eine Bewegung, ja, kann man unten long gehen, ja. Das sieht man ja hier ja auch. Also wir haben halt hier einen Außenstab, 5 Minuten, er läuft bis unten hin und gibt nochmal eine Reaktion nach oben. So, die Frage ist immer nur, wie weit geht diese Reaktion nach oben? Und das kann man ja halt mit dem bloßen Auge, finde ich halt wesentlich leichter dann auch einschätzen, ja, weil klar, hier habe ich natürlich jetzt vor allem in Verbindung mit dem Profile kann ich natürlich hier sagen, ja gut, da oben an der Oberkante bin ich dann spätestens raus. So, aber das kriege ich ja zum Beispiel im Test nicht rein. Oder auch ohne das Profil kann ich, würde ich halt sagen, okay, an der Future-Eröffnung bin ich halt raus. Das heißt, ich suche mir einfach irgendwo einen plausiblen Punkt. Und weil das heißt nicht, dass wenn der hier unten halt nochmal hinkommt bei so einem Außenstab, dass der dann entsprechend dann auch nach oben rausgeht. Das heißt immer nur, man hat höchstwahrscheinlich eine Reaktion in dem Bereich. Und gucken wir, 15 Minuten sieht man jetzt auch irgendwas? Nein, noch nicht. Und also das halt schon, ne? Stunde kann ich mal versuchen. Bei Stunde sieht es ja schon ein bisschen anders aus, ne? Obwohl, auch richtig, ja. Also wir haben halt hier eine Abwärtsbewegung, wir haben eine Reaktion nach unten, aber die ist natürlich auch ganz schön übel weit nach oben gelaufen. Und von daher, ja, ein bisschen schwieriger, aber generell passt das hier schon noch zusammen, ja. Deswegen vom Automatisieren, wenn da jemand eine gute Idee hat, gerne her damit. Okay, so, ich glaube, hier gibt es jetzt auch irgendwie nicht mehr allzu viel, was man hier noch machen könnte. Ich glaube, vom Ergebnis her kann sich das sehen lassen, was hier rausgekommen ist. Rein von den Punkten her, wenn man jetzt nur nach Punkten gehen möchte. Wo ist denn der letzte jetzt eigentlich hin? Habe ich den jetzt gerade verschoben? Ah, da ist er. Rein von den Punkten 40, 18, also 41, 18, sind wir bei 60 Punkten, 50, 45 Punkte. Ja, ne? Also wie gesagt, rein nach Punkten, wer ein Tagesziel hat von irgendwie 20 Punkten, hat es hier ums Doppelte über, hätte ich ums Doppelte überschritten, wenn das das Ziel gewesen wäre. Also ich glaube, da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht mehr irgendwie großartig nochmal ran, wenn es so gut gelaufen ist, um das dann irgendwie nochmal zu verschlechtern. Ja. Also wenn man es vernünftig handelt, irgendwie auf einem großen Konto, und was jetzt hier nicht der Fall ist, ist zwar ein Live-Konto, aber ein Pipi-Konto. Und wenn man das auf einem großen Konto halt macht und auf diese Art und Weise dann halt eben 40 Punkte in hier 50 Minuten mitbekommt, kann man dann natürlich einfach mal sagen, so ist gut für heute, ne? Mach jetzt mal Feierabend. Oder sieht das jemand anders? Weil ich glaube, kennen wir auch alle, ja? Also ich genauso. Man macht irgendwie morgens in der ersten Stunde, freut man sich, dass es so super läuft und denkt, das geht jetzt den ganzen Tag so weiter. Und dann guckt man nachmittags drauf, denkt sich so, verdammt, hätte ich heute Morgen aufgehört. Das bringt nichts, ja. Deswegen hier lieber dann jetzt, glaube ich, mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt hier entscheidet. In der ersten Stunde. Das ist jetzt echt mal hin und her gewackelt. Ja. Also wenn man die jetzt mal gegeneinander hält, hier ist die 8 Uhr Kerze. Die war short. So, die macht ein neues Tief, schließt es an oben oder möglicherweise hier oben in der Nähe von der Öffnung von der 8 Uhr. Also seitwärts. Ganz klar, mehr ist das hier nicht. Außer wir knallen jetzt wirklich da oben raus. Aber solange es hier in dem Bereich ist, einfach nur seitwärts. Und deswegen wäre es halt, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, dann eher plausibel, hier nochmal zu gucken, wenn wir da oben hinkommen. Da nochmal Short, ja. Long nicht. Auch wenn man sagt, Ranges handelt man unten Long, oben Short. Aber wir sind hier ganz klar eine Abwärtsbewegung. Von daher ist da, wenn was erlaubt ist, dann eher oben Short, aber unten Long, ohne eine Empfehlung abgeben zu wollen. Ich würde es, sage ich mal so, an meiner Stelle eher lassen. Ja.
Alright. Gut, Andreas, wenn du nichts dagegen hast, ich habe hier nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, bei irgendwie 45 Punkten muss man das auch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also war super, Dirk. Also ich finde auch gerade in der Phase oder in der Situation vom DAX jetzt heute mit der etwas höheren Volatilität und es gab eigentlich keinen klaren Trend. Ne? Es ging runter, dann ging es hoch, dann ging es wieder runter. Hast du eigentlich, ich sag mal, perfekt gezeigt, was der Stereo Trader kann, ne? Und mit den Funktionen des Stereo Traders, wie er den Trader auch da unterstützt. Ne? Ich meine, Limit Pullback, oh, da braucht man nicht drüber reden, wie, was die kann, wie gut die ist. Und Ja. ja. Also kann sich jeder gerne hier die Aufzeichnung anschauen. Das ist eigentlich hier so ein schon fast ein Musterbeispiel. Also fand ich echt super. Vielen Dank dafür. Ja. Ja, ist schön gelaufen, finde ich auch. Genau. Okay, ja gut, dann ich überlasse dir gleich das letzte Wort und ich verabschiede mich an der Stelle dann erstmal. Danke, Andreas, und natürlich auch an deine Kollegen hier von FX Flat für das Webinar. Natürlich Dankeschön an die Zuschauer, dass ihr alle so fleißig und lange dabei wart und vor allen Dingen so zahlreich eben halt auch. Und wir sehen uns am Freitag nochmal. Haben wir NFP, ist doch diesen Freitag, ja, ne? Mit Ganz genau, Live-Trading. ja. 5.10., 14:15 Uhr. Genau, und Heiko Behrendt ist da auch mit dabei. Ich hoffe, ich liege diesmal richtig im Termin. Aber soweit ich weiß, machen wir das am Freitag tatsächlich zusammen. Und der Heiko hat einen ganz anderen Ansatz eigentlich als ich zum Handeln. Und nutzt dabei halt eben auch den Stereo Trader und hat halt hier das Skype-Terminal und so einige Funktionen, wie zum Beispiel Punkteanzeigen und so weiter, halt hier mit, hat Pate gestanden bei der Entwicklung von der 2.0. Von daher freue ich mich echt auch ganz besonders, dass wir da mal ein Webinar zusammen machen. Möglicherweise Live-Trading, vielleicht auch nur irgendwie Besprechung. Also Heiko ist ja da mal ein bisschen schneller, der skypt ja halt auch nur. Und wie gesagt, ganz anderer Ansatz. Von daher freue ich mich echt, bin sehr gespannt, was das wird. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle nochmal dabei seid. Ich sage dann an der Stelle für heute herzlichen Dank und freue mich dann, wie gesagt, auf Freitag. Und letztes Wort hat aber gerne der Andreas. Ja, danke nochmal, Dirk. Ja, wie gesagt, die nächsten Termine stehen ja bei uns auf der Homepage. Schaut einfach mal drauf. Am 4. Oktober geht es weiter, morgens früh mit Thorsten Helbig, Forex Spot Live Trading. Also jeder, der dieses Produkt noch nicht kennt, sollte da auf jeden Fall dabei sein. Sehr, sehr interessant. Dann geht es nachmittags auch weiter direkt mit Live Trading. Nochmal mit Thorsten Helbig und abends Mario Lüdemann. Und ja, dann ist schon der Freitag am 5. Und da geht es weiter mit Dirk Hilger, wie er gerade ja schon gesagt hat. Und ja, wir freuen uns drauf. Eine vollgepackte Webinarwoche, trotz Feiertag. Ich denke mal, sehr, sehr interessante Themen dabei. Ja, das war's von meiner Seite. Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Trading. Dirk, nochmal vielen Dank für das sehr, sehr interessante Webinar. Und dann sage ich allen eine schöne Woche, viel Erfolg und bis bald. Bis dann, ciao.